Also meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche vom sonnigen Nashville. Und das Bild aus dem New England Journal ist ein Gesicht von einem Patienten. Alter ist ein bisschen schwer festzustellen. Aber was wir hier sehen, ist periorale Entzündung. Und diese kleinen Zellchen an den Mundwinkeln nennen wir Ragaden, und das sind unterschiedliche Ursachen von Ragaden. Im Angebot hier ist Kupfer, Thiamin, also Vitamin B1, Vitamin B6, das ist Pyridoxalphosphat, Vitamin C und Zink. Na, Kupfer ist assoziiert mit Morbus Wilson, das induziert Zirrhose und Augenveränderungen, das ist es wohl nicht. Beriberi, der Thiamin, aber das hat auch andere klinische Eigenschaften, so sieht es eigentlich auch nicht aus. Ich wüsste nicht, dass Pyridoxalphosphatmangel zu Ragaden führt, und Vitamin C macht was anderes, so bleibt uns leider nur übrig Zink, und das ist auch die richtige Antwort. Und Zinkmangel, was in manchen Erdteilen vorkommt, meines Wissens in den ärmeren Regionen von Iran und solchen Erdteilen, kann so aussehen und führt zu einer Haut- und Darmerkrankung, Acrodermatitis enteropathica. Es gibt auch Probleme mit einem Zinktransporter, das ist vielleicht in unserem Erdteil häufiger. Hier ist Morbus Wilson, das hat zu tun mit einer Mutation an einem Kupfertransporter, das ist ein so ATP-abhängiges Kassettenprotein, was Kupfer über Leberzellen transportiert. Und wenn das nicht richtig funktioniert, entwickeln die Betroffenen Leberzirrhose. Und diese interessante Einlagerung am Auge, hier kann man hier um den Iris sehen, dies sind Kaiser-Fleischer-Ringe. Kaiser und Fleischer waren deutsche Ärzte, die diese merkwürdigen Ringe in 1902 beschrieben haben. Die haben das nicht mit Lebererkrankung assoziiert. Diese Assoziation wurde dann später bei einem englischen Neurologen namens Wilson beschrieben. Von einem englischen Neurologen namens Wilson. Hier ist Beriberi, das ist Vitamin B1. Sogenanntes nasses Beriberi führt zu Kardiomyopathie und Herzinsuffizienz. Trockenes Beriberi führt eher zu neurologischen Problemen inklusive Enzephalopathie, gekennzeichnet durch Abducens-Parese, Paresen, sogenannte Wernicke-Syndrom. Und in unserem Erdteil ist das überwiegend mit Alkoholabusus verbunden. Thiamin ist notwendig, sodass Pyruvat in den Krebszyklus geschoben wird, sodass Thiaminmangel auch mit Laktatazidose Typ B einhergehen kann. Pyridoxalphosphat ist für Transaminierung wichtig. Was Sie auch wissen sollten, was mir auch eingefallen ist, es war nicht im Angebot, ist Nikotinsäuremangel. Vitamin B3 führt zu Pellagra. Hier kriegt man einen Ausschlag im Gesicht und um Hals und überwiegend neurologische Symptome. Und Vitamin C-Mangel führt zu Bindegewebsstörungen, die sind besonders ausgeprägt. Man entwickelt dann Blutungen Gingiva-Blutungen, die hier gezeigt sind. Und was man auch sieht, es sind kleine Einblutungen um Haarfollikeln und Onycholyse, was an den Fingernägeln festzustellen ist. Und Vitamin B ist für Kollagensynthese, Vitamin C ist für Kollagensynthese und Produktion wichtig, und die ganze Geschichte mit reaktiven Sauerstoffspezies sind Ihnen bekannt. Bitte? Okay. I'll come down. Yeah. Okay. I'm running a little meeting here at the moment. I'll come down. Und hier ist der Zink. Zinkmangel induziert durch eine Mutation an SCL39A4, das ist ein Zinktransporter.
Aber Zinkmangel kann auch vorkommen durch allgemeine schlechte Ernährungszustände. Und hier sehen wir Beispiele von Acrodermatitis enteropathica. Das dazu. Erstes Thema in New England Journals geht es um Pohuflimmern und die normalen Abläufe von Signale, die zur Herzaktion führen, sind Ihnen ja bekannt vom Sinusknoten. Da ist der Schrittmacher, gehen die Signale dann zum AV-Knoten, werden dann verbreitet in den Ventrikeln, sodass Hofkontraktion gekennzeichnet durch die P-Welle dann gefolgt ist von Ventrikel-Depolarisierung und Ventrikel-Kontraktion, QRS-Komplex-T-Welle und so weiter. Und bei Vorhofflimmern kommen kleine Zirkusbewegungen in den Vorhöfen zustande. Wahrscheinlich überwiegend sind die Ursachen in der Einmündung der Pulmonalvenen und linken Vorhof, sodass 300 bis 450 Signale auf den AV-Knoten zukommen, wobei manche durchgeleitet werden und manche nicht. Und darum ist der Rhythmus danach unregelmäßig in einer unregelmäßigen Art und Weise. Dieser Zustand im Vorhof führt zu weniger NO-Produktion, weniger negativer Ladung von den Endothelzellen, sodass das Gerinnungssystem aktiviert werden kann und dass Embolien letztendlich stattfinden können. Und wenn die auf der linken Seite passieren, können die natürlich zu Schlaganfall führen. Und es gibt nicht häufig Patienten, die Schlaganfall erleiden. Ungefähr wahrscheinlich ein Drittel sind verursacht durch chronisches Hochflimmern. Das ist uns bekannt und darum werden diese Patienten auch antikoaguliert. Aber es kommen auch häufig Schlaganfälle vor, wo man nicht Arteriosklerose in den Großgefäßen nachweisen kann oder in den Intrakranialgefäßen. Bei Patienten, die kein Vorhofflimmern haben, die auch kein offenes Foramen ovale haben, wo die Schlaganfälle, die Ursache ist nicht festzustellen. Diese nennen wir kryptogene Schlaganfälle. Und was in dieser ersten Studie gemacht worden ist, diese Patienten mit Schlaganfällen, mit kryptogenen Schlaganfall, die ein normales Ruhe-EKG hatten, solche Patienten kriegen dann 24 Stunden EKG, um zu sehen, ob sie paroxysmales Vorhofflimmern haben. Diese Untersuchungen sind auch häufig negativ. So sind, was hier gemacht worden ist, ist, diese Patienten sind randomisiert worden zu entweder 24 Stunden Holter-EKG oder 30 Tage EKG, was heutzutage auch möglich ist, um zu sehen, ob man Patienten identifizieren könnten, die doch tatsächlich Vorhofflimmern hatten, was mit einem 24 Stunden EKG nicht festzustellen war. Und hier sehen wir 286 Patienten in dieser Gruppe, 285 in dieser Gruppe. Und Leute, die solche Probleme haben, sind in mittleren Jahren. Und bei Männern und Frauen kommt das vor. Und häufig sind die natürlich mit irgendwelchen Herz-Kreislauf-Risiken behaftet. Typ 2 Diabetes und Hyperlipidämie, Hypertonie und ähnliche Zustände. Diese Sachen waren in beiden Gruppen gleich verteilt. Und was festgestellt worden ist mit dieser Methode der 30 Tagen Monitoring von außen mit den angeklebten Elektroden. Man trägt hier so ein Aufnahmegerät, kann man dann am Gürtel tragen. Und was hier festgestellt worden ist, dass diese Patienten, die nach 24 Stunden immer noch ein normales Holter-EKG, Standard-Holter-EKG, kein Vorhofflimmern feststellen konnte, nach einer Woche haben bei 7,4%, nach 2 Wochen 11,6%, nach 3 Wochen 12,3% und nach 4 Wochen einer 15% von diesen Patienten haben irgendeine Episode von Vorhofflimmern aufgewiesen. Entweder von mehr als 30 Sekunden oder mehr als 2,5 Minuten, sind ja 1440 Minuten pro Tag, so ist nicht sehr viel. Und man geht davon aus, dass diese kryptogene Schlaganfälle bei diesen Patienten wegen dieser Vorhofflimmern-Episoden, die sonst nicht erkannt worden wären, zustande gekommen sind. Und
die Ärzte haben dann auf diese Befunde dann auch reagiert und die meisten von diesen Patienten, die Vorhofflimmern dann, bei denen Vorhofflimmern nachgewiesen werden konnte, sind dann zusätzlich antikoaguliert worden mit Procomon. In der nächsten Studie geht es eigentlich um das gleiche Thema, wieder Patienten mit Kryptogenen Schlaganfall unbekannter Ursache. Die Gruppen sind ungefähr ähnlich so groß wie in dieser ersten Studie. Aber hier haben diese Patienten einen eingebauten Monitor erhalten, wobei nach Vorhofflimmern gefahndet werden konnte, eigentlich solange dass das Akku in dem Gerät Vorhofflimmern detektieren könnte. Und das wird natürlich operativ gemacht, aber das kann auch ambulant gemacht werden. Die Aufnahmegeräte, diese Ereignisrekorder, sind klein, werden unter der Haut eingebaut, können dann durch ein Gerät von außen, dann kann man dann Rhythmusstörungen detektieren. Hier ist ein Beispiel, das ist nicht Vorhofflimmern, die Kammertachykardie, dafür sind sie auch sehr gut geeignet. Also solche Geräte hat man benutzt, um diese Leute langfristig zu überprüfen. Und eigentlich ein ähnliches Ergebnis kann man hier sehen. Und dieses Monate seit der Randomisierung, nicht sehr häufig, aber immerhin, hier sehen wir, dass einer 10% von diesen Patienten, die chronisch hier gemonitort worden sind, bei denen hat man Vorhofflimmern-Episoden nachweisen können. Und dann, wenn man das Ganze für 12 Monate dann durchführt, kommen noch zusätzliche Patienten dazu. Und hier sehen wir sogar Detektion von Vorhofflimmern bei 36 Monaten. Und die Studie weist darauf hin, dass viele dieser Patienten mit kryptogenen Schlaganfall doch wahrscheinlich Vorhofflimmern als Ursache haben. Und das ist nicht festzustellen bei Risikoskala-Einwertungen und Männer und Frauen sind da ähnlich betroffen und ethnischer Hintergrund spielt hier auch keine Rolle. Kommt auch vor bei Patienten, wo kein Foramen ovale, kann man bei ungefähr 5% der Bevölkerung nachzuweisen war. Und man schlägt dieses Ergebnis würde dann die Idee nahelegen, dass diese Patienten, wo Vorhofflimmern nachgewiesen werden kann, doch mit irgendeiner Antikoagulation behandelt werden soll. Und wahrscheinlich werden wir in der Zukunft Studien sehen, um diese Hypothese dann auch weiter zu überprüfen. Aber es ist möglich, dass der Standard, den wir anwenden bei Patienten mit kryptogenen Schlaganfall, das 24-Stunden-Holter-Monitoring, nicht mehr als ausreichend betrachtet wird. Und dass eine andere Monitoring-Methode für einen längeren Zeitraum notwendig sein wird, um diese Patienten zu identifizieren. Nächstes Thema im New England Journal geht es um eine Pilzinfektion von Cryptococcus neoformans. Und Cryptococcus neoformans, weltweit verbreitet, kommt häufiger vor bei Patienten, die immunosupprimiert sind. Alle Organe können betroffen werden. Auch die Haut, wie wir an diesen Patienten sehen. Aber eine befürchtete Infektion von Cryptococcus neoformans ist Meningoenzephalitis. Und das identifiziert man mit einer LIQOR-Untersuchung. Vor 40 Jahren haben wir den LIQOR dann mit einer Künstlertinte behandelt. Und dann kann man die Erreger leicht sehen. Die haben dann eine dicke Kapsel. Und über der Zellwand kann man dann identifizieren. Und so haben wir früher die Diagnose festgestellt. Heutzutage wird das natürlich mit Polymerase-Kettenreaktionen und viel eleganteren Methoden gemacht. Aber auch im Gewebe kann man die Organismen hier sehen mit ihrer Zellwand und diese dicke Kapsel um dieses um diesen Pilzerreger. Und was man auch als Hintergrund wissen muss, ist, dass Patienten mit AIDS, die heutzutage mit effektiver Therapie behandelt werden, sobald dass deren Immundefekt rekonstituiert wird durch entsprechender Therapie,
fangen die dann an, wieder CD4-T-Zellen zu produzieren, recht kämpferische CD4-T-Zellen, und das führt zu dem Immunrekonstitutionsinflammatorischen Syndrom, genannt IRIS. Es geht jetzt nicht um diese gewalttätigen Kämpfer in Irak, sondern es geht um eine Reaktion, die stattfinden kann, wenn man das Immunsystem wieder aufrechtstellt durch die Behandlung von AIDS. Und diese Reaktion ist gefährlich, und insbesondere während Infektionen von anderen Sachen kann dies zu erheblichen Problemen führen und auch zum Tod des Patienten, also ihres. Darüber sollten Sie Bescheid wissen, wenn diese CD4-Zellen dann wieder dargestellt werden. Und es geht um Patienten in Afrika mit AIDS, und was ich eigentlich nicht wusste, ist Cryptococcus meningitis bei diesen Patienten sehr häufig und betrifft ungefähr 25% von unbehandelten Patienten mit AIDS in Afrika. Und dann hat man das Dilemma, was mache ich denn hier? Ich sollte natürlich Cryptococcus meningitis behandeln mit Amphotericin B, übliche Behandlung. Wenn ich jetzt gleichzeitig eine antiretrovirale Therapie einleite, ist es möglich, dass das IRIS-Syndrom sich entwickelt. Das könnte zum Tod des Patienten führen. Oder wäre es besser, erstmal 5 Wochen zu warten mit der antiretroviralen Therapie, sodass ich eine Chance gehabt habe, diese Sekundärinfektion erstmal ausführend zu behandeln. Also das ist die Fragestellung, und was hier gemacht worden ist Patienten mit unbehandeltem AIDS, die reinkamen mit Cryptococcus meningitis, sind randomisiert worden zu einer Antiretroviral, die haben alle Amphotericin B vorneweg bekommen und Fluconazol, und dann ist eine Gruppe hat ihre antiretrovirale Therapie nach einer Woche bekommen und die andere Gruppe erst nach 5 Wochen. Und der erwartete Endpunkt hier, der primäre Endpunkt, war Überleben des Patienten. Und was wir hier sehen, ist erstens, beide Gruppen sind eigentlich besser gefahren als erwartet bei Patienten mit AIDS, die mit Cryptococcus meningitis erscheinen. Aber was wir hier sehen, ist, die Patienten, deren antiretrovirale Therapie verzögert worden ist auf 5 Wochen, das sind die Deferred ART, das sind die hier oben, die sind besser gefahren als die Patienten, die mit einer sofortigen antiretroviralen Therapie behandelt worden sind, die dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, um diese IRIS-Syndrom zu entwickeln. Und das Überwachungsgremium, das diese Studie betreut hat, hat die Studie dann vorzeitig abgebrochen, weil es eindeutig klar war, dass man mit der antiretroviralen Therapie eher mindestens 5 Wochen warten sollte, als die sofort einzuleiten. Und interessanterweise war das davon abhängig, wie viele Leukozyten die in ihrem Liquor hatten. Wenn sie Leukozyten hatten in ihrem Liquor, mehr als 5 pro Kubikmillimeter, dann haben sie eigentlich kein Problem gehabt mit der antiretroviralen Therapie, weil ihre Immunschwäche nicht so ausgeprägt war im Vergleich zu den Patienten, die noch nicht mal 5 Leukozyten generieren konnte, um Cryptococcus meningitis entgegenzutreten. Also das dazu. Und das vierte Thema im New England Journal geht es um das liebe Kamel. Es gibt 2 Sorten von Kamele. Das Dromedar hat einen Hocker. Das sind die Kamele, die im Mittleren Osten zu finden sind, in Ägypten und Ähnlichem. Und das eigentliche Kamel hat eigentlich 2 Hocker. Und das sieht man in Zentralasien. Also es geht um Dromedar-Kamele. Und wir haben schon besprochen, dass das Kamel in Verdacht ist als Überträger von dem Mittleren Osten respiratorischen Syndrom verantwortlich zu sein. Und dies ist ein ziemlich wichtiges Thema. Dies ist ein Coronavirus, das zu einem akuten respiratorischen Distress-Syndrom führt,
mit einer hohen Todesrate und sind mehrere Patienten in Saudi-Arabien und in anderen in Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait und ähnlichen Ländern beschrieben worden. Dieses Coronavirus ist ziemlich aggressiv, so dass behandelnde Ärzte und Schwestern und Pfleger häufig auch betroffen sind und manche sich auch verweigern, diese Patienten mit Verdacht auf MERS zu behandeln, ist ein großes Problem. Und der Verdacht, dass das Kamel ein Reservoir sein könnte, beruht darauf, dass viele Kamele Antikörper gegen Coronavirus aufweisen. Und hier geht es um das Folgende. Man hat einen Patient gefunden, einen Besitzer von einem erkrankten Kamel, und man hat durch Untersuchungen an dem Kamel und an dem Patienten durch Massensequenzierung nachweisen können, dass das gleiche Coronavirus, der gleiche Stamm, das gleiche Virus im Kamel war und in dem Patienten selber. Das würde dann 100% Genauigkeit Nachweis sein, dass das Kamel, dass er wohl wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich diese Krankheit von seinem Kamel bekommen hat. Und hier sind auch Donnerwetter. Entschuldigung. Ein bisschen aufwendig hier mit dieser Methode. Es waren mehrere Kamele in dieser Studie und mehrere Patienten, aber und man hat hier Massensequenzierung durchgeführt, um zu beweisen, dass in der Tat das gleiche Coronavirus dafür verantwortlich ist. Zwei unterschiedliche Sequenzierungsmethoden mit kurzen genomischen Sequenzen und mit dem gesamten Genom, mit der gesamten genomischen Sequenz könnte man nachweisen, dass in der Tat, wir haben es mit dem gleichen, gleichen Virus zu tun. Und das würde die Idee nahelegen, dass das Kamel in der Tat ein Reservoir ist für diese virale Erkrankung. Wir hatten auch schon früher erwähnt, dass Fledermäuse auch in Verdacht sind, ein Reservoir für dieses Virus zu sein. Und es ist möglich, dass die Fledermäuse dann die Krankheit übertragen auf Kamel, das Kamel dann auf den Menschen, macht ja wohl Sinn. Überblick in Übersichtsarbeit im New England Journal geht es um Sterben mit Würde auf Intensivstationen. Das scheint ein Paradoxon, beinahe ein Paradoxon zu sein. Wie kann man würdevoll sterben auf einer Intensivstation? Und dies ist natürlich ein ziemlich großes Problem, wo ärztliches Personal, leitendes Personal sich überlegen muss, sind diese Behandlungen, die wir hier durchführen, hat der Patient einen Profit davon, sind da Aussichten auf Erfolg und was sollen wir tun? Muss das kommunizieren mit den anderen Ärzten, die für die Versorgung verantwortlich sind und auch für das Pflegepersonal, mit den Verwandten des Patienten, ob man jetzt vielleicht die Behandlung unterbricht und ein würdevolles Sterben möglich machen kann. Und das ist ein kompliziertes Problem und der Inhalt dieses Übersichtsartikels. Und den Zeitverlauf von den Überlegungen von Einweisungen auf Intensivstationen bis zu eventuellen Tod des Patienten und Erwägung, die Entnahme einer seelischen Anamnese bei dem, es geht ja nicht, der Patient ist ja beatmet und im künstlichen Koma und Ähnlichem, aber eigentlich mit dem Personal, das für die Versorgung zuständig ist, um komplizierte, unangenehme Entscheidungen zu treffen, auch vielleicht mögliche Hilfe durch Seelsorge, um dann Entscheidungen zu treffen. Das ist der Inhalt dieses Übersichts. Die nächste Übersichtsarbeit im New England Journal geht es um Patienten mit
Krebserkrankung. Diese Patienten haben in der Regel ein erhöhtes Risiko, Thromboembolien zu entwickeln. Und da heutzutage die Aussichten für diese Patienten sich erheblich verbessert hat durch moderne Krebstherapien, muss man sich überlegen, na, wir wollen ja nicht, dass diese Patienten durch diese Thromboembolie dann versterben, was ja auch möglich ist. Und kann man diese Patienten bewerten, welche von diesen Patienten vielleicht möglicherweise von einer Antikoagulation profitieren würden oder nicht? Und das Risiko, um Thromboembolien zu entwickeln, ist bei unterschiedlichen Krebserkrankungen auch erheblich unterschiedlich, hat auch zu tun mit Plättchenzahl und Hämoglobinspiegel und Body Mass Index und ähnlichen. Und es gibt eine Skala entwickelt von einem Onkologen beim Namen von Corana, wo man Krebspatienten bewerten kann und deren Risiko einschätzen kann, ob sie von einer Antikoagulation vielleicht profitieren würden oder nicht. Die Fachgesellschaften American College of Chest Physicians und American Society for Clinical Oncology sind sich nicht immer einig über dieses Thema und sind eigentlich ziemlich zurückhaltend, was Antikoagulation von Krebspatienten angeht. Aber man kann übers Internet diesen Risikorechner schnell anklicken, dann die Krebsart und Body Mass Index und Alter des Patienten und Plättchenzahl und Hämoglobin und solche Sachen reingeben und dann kriegt man einen Wert und dann ist man besser in der Lage zu entscheiden, sollte dieser Patient antikoaguliert werden oder nicht. Eines hat mich interessiert, Patienten, die mit Lenalidomid behandelt werden, mit oder Thalidomid-Abkömmlinge wegen multiplen Myelomen, die haben ein Thromboembolie-Risiko von 23-75%. Und solche Patienten würden natürlich von der Antikoagulation in Frage kommen. Der Fall im New England Journal hat mich auch ziemlich beschäftigt. Es geht um einen 65-jährigen Großvater, der entwickelt erstens Herpes Zoster, was ja nicht so ungewöhnlich ist bei 65-jährigen Patienten. Das wird dann besser, 3 Jahre vor dem jetzigen Ereignis. Danach entwickelt er auch Episoden von blutigem Durchfall, im Prinzip eine entzündliche Kolitis. Eigentlich die Diagnose ist mir nicht so eindeutig klar. Es war nicht ulcerative Kolitis, taucht selten aus, auch bei Patienten, die 65 Jahre alt sind. Danach wird er kurzatmig und entwickelt Dyspnoe und wird ziemlich hypoxämisch. Und da er 50 Packungsjahre auf dem Buckel hat, geht man davon aus, dass dieses wahrscheinlich COPD, aber warum würde dies so spät erst auftauchen? Kriegt ein Röntgen-Thorax-Bild. Das ist nicht so eindeutig. Was wir hier sehen, ist, sieht aus wie geschliffenes Glas, beidseitig in diesen Unterlappen mit ziemlich ausgeprägter Hypoxämie wird ein CT durchgeführt und wir sehen hier diese wabenähnliche Veränderung hier im Parenchyma in beiden Lungen. Das ist auch nicht so eindeutig klar. Dann landet er in verschiedenen Kliniken, wird behandelt für COPD und wird nicht sehr viel besser. Und wenn wir uns seine Laborwerte hier angucken, was auffällig ist, ist, er hat keine Lymphozyten. Die Granulozyten sind eigentlich okay, hat eigentlich keine große Leukozytose, aber der macht halt sehr wenig Lymphozyten und sieht so ziemlich immunsupprimiert aus mit einer Vorgeschichte von Herpes Zoster, okay, 65 Jahre alt, vielleicht nicht so aufregend, dann auf einmal entzündliche Darmerkrankung, auch nicht so klar, dann eine Lungenerkrankung und hat keine Lymphozyten. Also genug gesagt. Was gemacht worden ist, ist unterschiedliche weitere Diagnostik ist hier durchgeführt worden, Proben sind entnommen und dies ist Pneumocystis. In anderen Worten, diese bilaterale Pneumonie, die im Röntgenbild so aussieht wie geschliffenes Glas, Ground Glass Appearance nennt man das im Englischen, da würde natürlich Pneumocystis in der Differentialdiagnose in Frage kommen. Eine lange Geschichte, kurzer Sinn. Dieser Patient hat AIDS und es war halt
sehr spät erkannt und darum ist die Diskussion. Dann aus der Grundlagenforschung war ich interessiert zu erfahren, dass ein Signal, um Wehen einzuleiten bei schwangeren Frauen, das Auftauchen von DNA im Kreislauf sein könnte, zellfreie fetale DNA, die über Toll-like-Rezeptoren Nummer 9, TLR9, signalisieren könnte, um Wehen einzuleiten, um Nachweis zu geben, dass es mit der Schwangerschaft jetzt lang genug war und dass ein Kind zur Welt kommen könnte. Das war für mich neu. Das erste, das frei zirkulierende DNA vom Fötus Wehen auslösen könnte und dass das vielleicht das Signal ist, um die Wehen einzuleiten. Fand ich interessant. Im Lancet ist hier eine wichtige Studie, eine randomisierte, kontrollierte Studie, um die Idee nachzugehen, dass Patienten mit progressiver multipler Sklerose vielleicht von einem Statin profitieren könnte. Diese Idee geistert so in der Literatur rum seit mehreren Jahren, aber keine größere randomisierte Studie ist hier durchgeführt worden. Und hier sind Patienten mit überwiegend Patientinnen mit multipler Sklerose, mit progressiver multipler Sklerose randomisiert worden zu Simvastatin, ja oder nein. Und es geht hier eigentlich nicht um LDL-Senkung. Es geht hier um andere immunmodulatorische Eigenschaften, die vielleicht durch Statine unterstützt werden könnten. Es sind 408 Patienten hier randomisiert. Man hat Hirnatrophie mittels Magnetenresonanztomographie hier untersucht und lauter klinische Untersuchungen auch durchgeführt. Und wir hier gucken uns die Gruppen an, Placebo im Vergleich zu Simvastatin, die ethnischen Hintergründen und Alter und Geschlechtsverteilung und unterschiedliche Sachen waren hier in diesen beiden Gruppen nicht unterschiedlich. Dies ist ein bisschen schwer zu entnehmen, aber die hellblauen Kugeln liegen eigentlich signifikant unter den dunkelblauen Kugeln, hier in diesen unterschiedlichen Kategorien. Auch was Skalen von Leistungsfähigkeiten anbelangt. Und auch die Entzündungsmarker sehen hier unterschiedlich aus und können sich in Ruhe im Detail hier nachgucken. Aber im Prinzip weisen diese Befunde darauf hin, dass die jährliche Progression von Hirnatrophie durch die Anwendung von Simvastatin 40% gesenkt worden ist. Was ich eigentlich ein ziemlich eindrucksvolles Ergebnis finde. Und diese Idee würde eigentlich die Idee dann nahelegen, dass Patienten mit Multiple Sklerose das fortschreitet, eher doch lieber eine Simvastatin-Therapie zu allen anderen Therapien, die man anwendet, bekommen sollte, in der Hoffnung, dass dadurch die Progression der Krankheit etwas abgebremst werden könnte. Der Hintergrund für die nächste Studie, die ich zeigen werde, es geht um antiretroviraler Therapie bei AIDS-Patienten und Dolutegravir ist ein Integrase-Inhibitor. Die Integrase ist notwendig, sodass der HIV-Virus in dem Genom des Menschen, das Retrovirus, integriert wird. Und den kann man hemmen. Und es geht um auch Protease-Inhibitoren. Darunavir ist ein wirksamer Protease-Inhibitor. Der wird häufig gegeben zusammen mit Ritonavir ist auch ein Protease-Inhibitor, aber in diesem Fall wendet man Ritonavir an, sodass der Abbau durch Enzyme, die man hat, von Darunavir gebremst wird. Und diese beiden Therapiemöglichkeiten sind in dieser Studie verglichen worden, wo Patienten, die noch keine antiretrovirale Therapie erhalten haben, hier diese beiden Therapiemöglichkeiten sind hier verglichen worden und der primäre Endpunkt war HIV-RNA weniger als 50 Copies pro Milliliter. Und was wir hier sehen, ist die
Dolute-Gravier-Therapie hat schneller angeschlagen als die Darunavir plus Ritonavir-Therapie, obwohl nach 24 Wochen war das Endergebnis gleich, aber die Dolute-Gravier-Therapie hat schneller angeschlagen bei diesen Patienten. Nächstes Thema geht es um die Anwendung von Colchicin, das wir seit dem Mittelalter kennen. Wir wissen jetzt genau, wie die Wirkung von Colchicin abläuft durch die Hemmung von Mikrotubuli, sodass die Mitosen schwerer sind aufzubauen. Colchicin ist ein Mittel, das wird seit Hunderte von Jahren für Gicht angewendet. Wahrscheinlich wirkt es durch die Hemmung von Proliferation von Entzündungszellen, überwiegend Granulozyten. Heutzutage würde man Colchicin wahrscheinlich nicht durch die Behörden durchkriegen, wegen erheblichen Nebenwirkungen, überwiegend von Magen-Darm-Trakt, Diarrhoe, ähnliche Sachen. Aber Colchicin wird auch für andere entzündliche Krankheiten angewendet. Mediterranes Mittelmeerfieber ist ein Beispiel. Und Colchicin wird auch angewendet bei Patienten mit chronischer Herzbeutelentzündung, was häufig andauernd wiederkommt, zu Perikarderguss führt, kann zu Perikardtamponade führen, kann auch zu Panzerherz führen, wie hier abgebildet wird in diesem Beispiel. Und die Idee hier ist die, und was in der Literatur schon seit Jahren rumgeistert, ist die Anwendung von Colchicin, um Rezidive von Perikarditis zu vermindern. Und das wurde in dieser italienischen Studie hier gemacht. Es sind 240 Patienten mit Perikarditis, wo man keine Ursache identifizieren konnte, wie zum Beispiel Tuberkulose oder Metastasen oder ähnliches. Wahrscheinlich sind diese Episoden initial ausgelöst durch irgendwelche viralen Ursachen wie Coxsackievirus oder irgendwas ähnliches. Aber diese Patienten mit rezidivierender Perikarditis sind hier randomisiert worden zu Colchicin oder Placebo. Zusätzlich zu anderen antiinflammatorischen Behandlungen, die sie bekommen haben, in der Hoffnung, dass Colchicin die Episoden abbremsen würde. Und das war auch der Fall. Das ist eine Kaplan-Meier-Kurve und Rezidive sind hier aufgezählt worden und die signifikanten habe ich hier in diesem roten Kreis hier dargestellt. Und die Rezidive wurden durch eine chronische Colchicin-Behandlung tatsächlich abgebremst. Gastrointestinale Nebenwirkungen, was man sich vorstellen könnte, waren limitierend bei dieser Therapie, aber bei solchen Patienten könnte man diese Therapie auch in Erwägung nehmen. Übersicht in Lancet, wichtige Übersicht über das myodysplastische Syndrom. Nämlich hier spielt sich viel ab und die Behandlungsmöglichkeiten haben sich erheblich verbessert. In unserer Klinik war, abgesehen von Eisenmangel bei chronischer gastrointestinaler Blutung, bei älteren Patienten mit Anämie das myodysplastische Syndrom die häufigste Ursache. Und hat sich hier viel abgespielt, auch bezüglich der Therapie, dass man diesen Patienten anbieten kann. Und das ist dargestellt. Und unterschiedliche Genmutationen, die jetzt bei einem myelodysplastischen Syndrom identifiziert worden sind und was man diesen Patienten anbieten kann im Rahmen von hypomethylierenden Agenzien, sind hier dargestellt, oder auch allogene Stammzelltransplantationen. Nächste Übersicht in Lancet, auch wahnsinnig wichtig, ist die humane Schistosomiasis. Hier geht es um Flachwürmer und Schistosomen sind eine Sorte von chronischer Parasitenerkrankung und es gibt drei unterschiedliche Sorten. Schistosoma mansoni, das meistens im Magen-Darm-Trakt residiert und zur Leberzirrhose führt, hat diesen Stachel, der seitlich vom Ei hier abkommt, kann man unter dem Mikroskop sehr gut identifizieren. Schistosoma hematobium hat auch einen Stachel, der ist am Ende
Das ist so, hier sitzen die Würmer überwiegend in der Blase. Und dieses Schistosoma japonicum hat keinen Stachel. Intermediäre Phasen sind eigentlich Schnecken. Und wenn man dann die Leute rumlaufen in Gewässer, dann diese Nerozidien, die bohren dann in die Haut rein und landen dann in der Blutbahn und finden dann den Ort, wo sie am günstigsten weiterleben können, in diesem Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Organismen. Die legen natürlich häufig Eier und die Eier werden geschwemmt ins Portalsystem, führen zu Leberzirrhose oder werden auch ausgeschieden im Urin zum Beispiel, wenn die Würmer in der Blase residieren oder im Stuhl. Und dies ist ein ganz schlimmes Ärgernis. Und die Behandlung, die wir seit 40 Jahren zur Verfügung haben oder sogar länger, wurde von der Firma Bayer entwickelt, das Praziquantel. Und ich war überrascht zu erfahren, dass das immer noch die beste Therapie ist. Aber es gibt auch andere Überlegungen, gegen die Schnecken heranzutreten. Und das Beste wäre, wenn die Leute nicht barfuß im Wasser rumstehen würden. Das wäre natürlich ziemlich genial. Wir können uns hier die Eierausscheidung im Stuhl oder im Urin, im Stuhl hier unten oder Urin hier oben. Und was wir hier sehen, Kinder und Jugendlichen sind eher betroffen. Das klingt dann ab mit zunehmendem Alter. Hier sehen wir die massive Entzündungsreaktion. Das ist hier in der Leber, wo Eier dann geschwemmt werden in diese eigentlichen präsinusoidales Problem hier und diese Entzündungsherde, die sich dann entwickeln, die dann zur Leberzirrhose führen. Und diese Krankheit führt zu chronischer Anämie, chronische Anämie bei diesen Menschen in diesem ganzen Nildelta, sodass die Leute rumlaufen mit einem Hämoglobin von 8 und dann ist natürlich die Leistungsfähigkeit auch hier gemessen an Kohorten von Kindern stark eingeschränkt und ganz wichtiges Problem, sollte man was darüber wissen. Dann der Patient im Lancet ist dieser 39-jähriger Mann, kommt zum Arzt mit Nachtschweiß und 10 Kilogramm Gewichtsverlust und hat eigentlich gar keine gastrointestinale Symptomatik. Aber bei der Untersuchung sieht man, dass inguinale und zervikale Lymphknoten vergrößert sind und LDH ist hoch und man hat dann selbstverständlich den Verdacht auf vielleicht ein malignes Lymphom mit B-Symptomatik. So wird ein CT durchgeführt und hat auch erhebliche Lymphknotenvergrößerungen in unterschiedlichen Arealen, ist hier abgebildet. Sind dann Biopsien gemacht von diesen Lymphknoten und die haben dann weitergeführt zu einer Biopsie von Magen-Darm-Trakt. Die sind eine PAS-Färbung und wir sehen hier Anreicherung von diesem stark PAS-positiven Material hier in Magen-Darm-Trakt und auch in diesen Lymphknoten. Und das ist ziemlich eindeutig Verdacht auf Morbus Whipple und eine PCR ist durchgeführt worden und wir wissen, dass diese Form von lipodystrophischer Magen-Darm-Erkrankung, was auch Lymphknoten betrifft, durch ein Bakterium verursacht ist, Perforema whippli, und das führt zu Morbus Whipple. Und das ist wichtig, diese Krankheit ist nicht häufig, aber es ist wichtig, weil wir eine gute antibiotische Behandlung haben für Morbus Whipple, sodass diese chronische Entzündungskrankheit dann rückläufig werden kann und vernünftig behandelt werden kann. Ist auch Endoskopie hier durchgeführt worden, das ist alles normal. Und der Patient hatte nur minimale gastrointestinale Beschwerden. Aber bei dieser Zottenbiopsie sehen wir, dass die Zotten hier atrophisch sind. Und die sind dann weiter untersucht worden mit dieser PAS-Färbung, die ich eben gezeigt habe. Und das Ganze hat mich interessiert, weil es gibt zwei Whipples, beide Amerikaner, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und George Hoyt Whipple war Pathologe und der hat einen Nobelpreis gekriegt zusammen mit Meinert und Murphy für die Aufklärung der perniziösen Anämie. Dafür ist er wirklich bekannt. Aber er hat auch diese Lipodystrophie intestinalis beschrieben, was
nach ihm auch genannt wird, das Morbus Whipple des Magen-Darm-Trakts, wo wir, der hat auch diese PAS-positiven Farblagerung in den Zellen und Eintreten von Makrophagen und Monozyten beschrieben. Und es gibt sogar heute noch immer noch das George Hoyt Whipple Labor für Krebsforschung. Das wird dann weitergeführt, kann man im Internet nachgucken, was die jetzt machen. Also das war der sehr berühmte George Hoyt Whipple Nobelpreisträger. Dazu gibt es auch Alan Whipple, der die immer noch die gängige Operation für Pankreasleiden, überwiegend Pankreaskarzinomen, entwickelt hat. Und dieser Whipple hat sich auch beschäftigt mit dem Insulinom. Es gibt auch ein Whipples Trias. Der Alan Whipple war langjährig Chef der amerikanischen Gesellschaft für Chirurgie. Diese beiden Whipples waren sogar befreundet, aber konnten nicht feststellen, dass sie miteinander verwandt waren. Jetzt wissen Sie, wo der Name Whipple herkommt. Und ziemlich viele Happen heute, ziemlich wichtige Studien über Vorhofflimmern, multiple Sklerose, Behandlung mit Simvastatin, finde ich besonders wichtig, neue Aussichten für AIDS-Erkrankung. Und jetzt wissen Sie Bescheid, was der Unterschied ist zwischen der Whipple-Operation, dem Morbus Whipple und die Entdeckung der perniziösen Anämie. Also recht herzlichen Dank, dass Sie dabei sind.